Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Wir wollen uns einmal einen Erfolg hier aus Shadowlands Patch 9.2 anschauen. Und zwar schimpft sich der Mode der Ersten. Diesen finden wir einmal unter Kunden und dann unter Shadowlands. Für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Sammelt die folgenden Kostüme für Pokopok. Das sind insgesamt 9 Stück. Und wer jetzt nicht weiß, wer Pokopok ist, das ist unser kleiner Dude, den wir beschwören können, wenn wir denn die Kampagne hier in Saramortis auf zumindest Strang 3 gespielt haben. Dann haben wir nämlich auch hier bei Firm das kleine Labor hier hinten freigeschalten. Und dann brauchen wir noch eine weitere Sache. Und zwar gibt es hier an der Chiffrenkonsole eine Möglichkeit, eine Skillung auszuwählen. Und zwar die letzte hier ermöglicht die optische Anpassung von Pokopok an der Kernkonfigurationskonsole in der Höhle des Verbannten. Genau, also das müssen wir einmal skillen, dass wir auch hier diese lustigen Hüte auf ihn draufsetzen können. Einen habe ich jetzt hier schon aktiviert. Sobald ihr das nämlich gemacht habt, könnt ihr hier diese Hutoption anpassen. Die Hüte kriegt ihr eigentlich zum größten Teil aus Schätzen raus. Ihr seht, ich habe auch schon ein paar im Inventar hier rumliegen. Heißt, von diesen 9 Hüten kriegt ihr 8 aus Schätzen raus und einen bekommt ihr so ein bisschen trickier. Manche Schätze sind zwar auch ein bisschen tricky, aber da werden wir gleich nochmal zurückkommen. Einen Schatz könnt ihr nämlich über dieses Bälle absaugen bekommen. Und wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, werde ich das einmal kurz erklären. Es gibt hier Firmen in der Höhle, ne? Das hatte ich ja schon gezeigt. Hier unten sind wir. Und der hat verschiedene Dailies und es gibt eine Daily, wo wir folgendes Item bekommen. Und zwar hier Firms Ersatzschmieden Abzapfer. Wenn ihr diese Daily einmal gemacht habt, dann ist es so, dass ihr, wenn ihr Firm anquatscht, dieses Item euch immer holen könnt. Heißt, wenn ihr das schon mal gemacht habt und die Daily gerade nicht ab ist, könnt ihr euch immer diesen Schmiedeabzapfer besorgen. Was machen wir mit dem Schmiedeabzapfer? Mit dem können wir einfach an diese ganzen Kugeln in der Zone hin und die absaugen. Ja? Oft kriegt man einfach gar nichts, manchmal kriegt man ein paar Items raus. Unter anderem ist es auch relevant für ein anderes Achievement, das ich schon euch gezeigt habe mit Reise durch die Sphäre. Da braucht man diesen Schmiedeabzapfer auch. Jetzt ist es so, dass wir quasi immer zu diesen Kugeln gehen können, die abzapfen können und dann weiter zur nächsten Kugel. Wie gesagt, die liegen hier im ganzen Gebiet rum. Ihr könnt nicht eine die ganze Zeit immer wieder absaugen, weil die haben so einen internen Cooldown von 3-5 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh rum. Also ihr müsst da immer zu einer anderen Kugel weiter oder könnt euch einen größeren Kreis laufen, um das Zeug zu holen. Was müssen wir jetzt aus den Kugeln rausholen? Wir brauchen ein Item, und zwar kismetischer Reif, schimpft sich der. Den kriegt ihr überall in der ganzen Zone, es kann aber ein bisschen dauern. Also das Ding droppt relativ schlecht. Und wenn ihr das habt, braucht ihr andere Materialien. Diese anderen Materialien droppen bis auf eine erst dann, wenn ihr diesen kismetischen Reif habt. Wir haben einmal hier Ephemeras Strähne oder irgendwie so. Die Namen sind grausig von Blizzard, ich sag's euch. Das droppt vorher schon, das kriegt ihr auch bei allen Kugeln in der kompletten Zone und davon braucht ihr 10 Stück. Und dann braucht ihr noch diese anderen beiden Materialien und diese kriegt ihr nur, wenn ihr den kismetischen Reif schon mal gelootet habt. Diese beiden anderen Materialien bekommt ihr nur an bestimmten Orten und zwar Enigmet-Spule oder Spur, so rum, die bekommt ihr nur von den Kugeln, die sich hier in dem mittleren Kreis befinden. Also sprich, am besten farmt ihr eh einfach mal hier in den mittleren Kreis und dann diese blaue Materialie, idolische Partikel, die droppen nur von den großen Kugeln. Und zwar, ihr seht schon, hier 1, 2, 3, 4 große Kugeln. Wenn ihr die absaugt, habt ihr eine Chance, dass das drin ist. Ich habe es dann so gemacht, als ich diesen kismetischen Reif hatte, bin ich einfach nur hier mal im Kreis gelaufen, habe die ganzen Kugeln abgesaugt. Das geht eigentlich aus, wenn ihr die meisten mitnimmt, dass dieser interne Cooldown wieder runter ist. Große Kugeln, da müsst ihr wirklich ganz, ganz ranlaufen, sonst könnt ihr nicht aussaugen. Ist ein bisschen komisch. Und bei der dürft ihr nicht drauflaufen, sondern müsst auch so ganz ranlaufen an den Rand, weil die ist so ein bisschen im Wasser drin, ne? Dass ihr die absaugen könnt. Und sobald ihr die Materialien zusammen habt, können wir die einmal verbinden. Und wenn wir die verbinden, dann müssten wir eine Quest bekommen. Und ihr seht, jetzt haben wir eine Quest und das droppt uns schon mal einen von diesen Hüten. Und zwar böser Pokopok. Und das nehmen wir jetzt mal an. Und mit dieser Quest müssen wir jetzt einmal zurück ins Lager und können die abgeben. Und dann müssten wir den Hut kriegen. Gibt es noch ein paar andere Materialien, die wir natürlich auch gerne mitnehmen. Bisschen Schiffring-Gedönse und ja, da würde ich mal sagen, schauen wir uns das mal an. Dann können wir uns die Hüte, die ich bis jetzt schon gefarmt habe, auch gleich mal anzeigen. Beziehungsweise zeige ich euch danach, wo ich die, aus welchen Kisten ich die rausgezogen habe. So, haben wir die Quest abgegeben, dann haben wir den Hut auch nochmal. Ich habe mir den Safari-Hut schon mal gelernt gehabt, ne? Und jetzt lernen wir mal die anderen, also den böse Pokopok, den haben wir gerade von der Quest bekommen. Dann haben wir den Chefkoch, dann haben wir Pirat.
Dann haben wir Peak Feiner Pokopok. Dann haben wir den Admiralshut. Pokobolt haben wir dann noch. Und Pepe Peck haben wir dann auch noch hier. Seht, mir fehlt jetzt nur noch einer, der friedliche Pokopok. Aber ich werde euch alle zeigen, die man quasi holen kann. Beziehungsweise, wie gesagt, wir werden uns auch anschauen, wo die sind, in welchen Kisten. So, jetzt schauen wir uns die Kostüme einmal an. Also, da haben wir die Kochmütze. Ah, die hätte ich mir größer vorgestellt. Dann haben wir als nächstes den Piratenhut. Dann schauen wir uns als nächstes... Halt, das war das Falsche. Kriegt hier Kostüme. Dann haben wir den Safari-Hut, den hatten wir ja vorher schon. Dann haben wir als nächstes Peak Fine. Da hat er einen Schnurrbart und Monokel. Und so einen kleinen Zylinder. Dann haben wir den Dreispitz. Das ist der Piratenhut. Dann haben wir als nächstes den Hexenhut, das war das böse Ding. Dann haben wir den Pepe auf dem Kopf. Ah ja, süß. Und als letztes haben wir die Kerze und diesen Friedenskranz, den muss ich mir noch besorgen, aber den werde ich euch am Ende vom Video auch nochmal zeigen. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, wo die Kisten sind. Dann kommen wir zum ersten Schatz und zwar Abenteuerlustiger Poco ist es in dem Fall. Das hatte ich ja mit dem Main schon geholt. Wo sind wir jetzt genau? Ich habe mir jetzt einen Twink geschnappt und wir sind hier in die Höhle rein und zwar bei den Koordinaten 58, 43. Also sprich hier in die Höhle reinlaufen. Dann kommt die hier rein, läuft einmal hier rum in diesen Raum hier. Der Schatz ist einmal in dem anderen Raum hier hinten. Jetzt ist die Problematik, dass da eine Kugel davor ist und wir da nicht reinkommen. Wie kommen wir da jetzt hin? Wir haben hier noch eine Kugel, die können wir einmal anklicken. Und wenn wir die anklicken, dann fängt die an zu rollen. Und ja, relativ simple Mechanik, die Kugel rollt jetzt dahin, stößt die andere runter und wir können quasi reinlaufen und dann den Schatz looten. Bei mir war es das erste Mal tatsächlich so, wo ich da beim Main dran war, dass das Ding nicht angezeigt wurde. Anscheinend ist es dann auch nicht immer da. Jetzt ist es ein bisschen später in der Nacht, ich denke mal, das dürfte gerade kein anderer weggelootet haben, also da dürften wir eigentlich kein Problem haben. Heißt, wir laufen jetzt einfach der Kugel hier hinterher. Ah, ich kann sogar durchlaufen, so wie es aussieht. Ah, das Ding ist auch da. Wunderbar. Springen wir einmal hin und können das dann einmal rauslooten. Und ihr seht, da haben wir den ersten Hut, den abenteuerlustigen Hut von Pokopok. Und hier könnt ihr euch übrigens wieder rausporten, dann müsst ihr nicht komplett wieder rauslaufen. Wobei der Weg jetzt auch nicht so weit ist. Also jetzt seht ihr hier nochmal den Eingang. Da sind wir da quasi am Anfang reingelaufen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei dem kleinen See auf den Koordinaten 34, 70. Und jetzt benötigen wir unseren kleinen Freund, den wir beschwören können. Den holt ihr am besten erstmal raus. Dann haben wir hier an der Seite, seht ihr hier bei dem See, so eine Qualle dran. Und jetzt brauchen wir bei dem eine von diesen Skillungssachen, und zwar Verständnis des Dakaparischen. Und wenn wir das haben, können wir quasi mit dieser Qualle hier interagieren. Mit einer Energie können wir diese Qualle übernehmen. Und dann, wenn wir die haben, können wir einmal den Schatz uns besorgen. Jetzt muss ich mal schauen, wo der ist, da unten. Ah, seht ihr? Die Qualle schwimmt jetzt einmal da runter, oder? Mal schauen. Richtung Schatz? Ich hoffe es doch. Die müsste dann den Schatz einmal hochholen. Also dieses, was ihr braucht, ne? Verständnis des Dakaparischen, das ist einfach eine Skillung in eurem Skillbuch, das ihr quasi bei Fürim hier habt und dementsprechend müsst ihr das halt einmal skillen. Dann könnt ihr mit diesen mit verschiedenen Konstrukten in der ganzen Zone interagieren, unter anderem mit der Qualle, die da an der Seite liegt. Es kann sein... Ne, ich sehe es gerade, ich bin mit einem zweiten Account auch hier. Also das kann man tatsächlich nur selber dann looten. Und, oh, ich habe sogar ein Legendary Matt-Teil rausgekriegt. Und hier haben wir dann einmal den Piratenhut von Pokopok. Den brauchen wir auch noch fürs Achievement. So, dann sind wir beim nächsten Schatz. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 47, 91. Und hier ist ein Schatz in dem Gebäude drin, in dem da hinten. Und da ist eine Tür, die verschlossen ist. Jetzt müssen wir hier uns, einen Weg suchen, wie wir die Tür öffnen. Und ich habe schon bei meinem Addon hier einmal geguckt. Das sagt mir, ich muss einmal Nascenter-Diener töten, während sie einen Buff drauf haben. Und dieser Buff schimpft sich Schöpfungskatalysator und dann irgendwas. Ne? Also muss die Mobs umhauen, während die diesen Buff haben. Und sobald man den Mob dann umgehauen hat, während er den Buff hat,
kann man dementsprechend den Buff sich selber hochstacken. Und wenn man den auf 5 gestackt hat, dann geht die Tür auf. So soll es zumindest funktionieren. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also, wir pullen jetzt mal so einen ran. Seht, hier haben wir auch nochmal einen. Die werden dann kurz groß, wie ihr seht. Und dann muss ich sie quasi töten. Also eigentlich da muss ich jetzt langsam machen. Fuck, der muss jetzt nochmal sich buffen. Okay, der ist gestorben. Das hat schon mal gut funktioniert. Sollte man wahrscheinlich am besten nicht mit so vielen Dots arbeiten. Ah, fuck, mein Ed tötet den. Ja, gut. Ah, doch, es hat funktioniert, ne? Ich habe schon 2 von den Buffs. Gut, jetzt brauchen wir noch 2 Stück. Also er hatte ihn zwar eigentlich nicht, dachte ich, als er gestorben ist, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Dann töten wir jetzt hier mal noch ein paar mehr. Kann eigentlich meinen kleinen Mob nochmal rausholen, dass er mit draufhaut. Und das darf halt jetzt am besten nicht auslaufen, ne? Wir machen jetzt halt schon ein bisschen mehr Schaden. Jetzt haben wir 3 Stacks drauf. Hier, also den einen brauchen wir noch. Und dann müssten wir, wenn wir rüber zur Tür laufen, die öffnen können und den Schatz rausholen. Okay, jetzt haben wir 5 Stacks. Jetzt beeilen wir uns mal. Ach, schau mal, ein Twink hat auch die Stacks. Perfekt, den nehmen wir jetzt noch mit. Ah, seht ihr, jetzt kann ich die Tür aufmachen. Easy. Gut, und da hinten ist jetzt dann einmal der Schatz drin. Da müsste dann auch nochmal so ein Hut dabei sein. Ah, wir haben ein Spielzeug und einen Hut tatsächlich drin. Wunderbar. Dann können wir zum nächsten weiter. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar, ich befinde mich jetzt hier bei den Koordinaten 59, 75. Und hier gibt es einen Schatz, untergetauchte Truhe. Und für die müssen wir erstmal ein Item besorgen. Und zwar hier hinten, wo ich jetzt gerade bin. Dort müssen wir eine Kugel aufsammeln. Und diese Kugel müssen wir zu so einer Pumpstation bringen. Und dann kommt die Truhe einmal hoch. Also ihr seht, hier haben wir den Weg einmal an dem Fluss entlang. Und hier ist eine Kugel. Und zwar schimpft sich die gefährliche Kugel der Macht. Und die können wir einmal aufnehmen. Sobald wir die aufgenommen haben, müssen wir die hier rüberbringen. Zu dieser Pumpstation. Und zwar müsste da so ein Teil sein, genau, vergessene Pumpe. Die können wir einmal anklicken. Und dann müsste hier die Kiste nach oben kommen. Ne? Und da dürfte dann auch wieder ein so ein Hut drin sein, den wir brauchen. Jetzt schauen wir mal. Genau. Admiralshut haben wir da drin. Und ja, dann schauen wir mal weiter zum nächsten. Dann sind wir an der nächsten Kiste dran. Und zwar schimpft sich die Stibitzte Kuriositäten. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Wenn ihr nicht fliegen könnt, so wie ich auch jetzt in dem Fall, dann müssen wir ein bisschen schauen. Also wir sind einmal hier oben bei dieser Plattform, bei den Koordinaten 60, 42. Ich bin jetzt schon mal hier von der Plattform mit dem Ventierport einmal hier rüber, ne, auf diesen kleinen Vorsprung. Und jetzt probiere ich mal, auf diese Kugel da irgendwie hochzukommen. Das wird wahrscheinlich nichts. Okay, dann porte ich mich jetzt erstmal hier hoch. Und dann in der Minute kann ich mich hoffentlich hier auf die Kugel drauf porten. Wir müssen nämlich hier nach oben. Also mein Plan ist jetzt quasi Plattform, hier, hier, Kugel, ganz nach oben. Mal gucken, ob das klappen wird. So, da leider, der Cooldown ist schon abgelaufen. Jetzt kann ich mit dem Ventierport mich hoffentlich hier oben hochporten. Mit meinem Hunter habe ich schon geschafft, der ist schon einmal oben. Perfekt. Und jetzt müssen wir quasi noch darüber, ne? Also ihr seht, hier oben im Nest ist es, glaube ich, drin. Also wahrscheinlich muss ich mal schauen, ob wir darüber kommen und dann nochmal übers Nest einmal hoch, hätte ich gesagt. Gut, ich habe mich jetzt hier schon, wie ihr seht, von der Kugel hier rüber geportet. Und jetzt machen wir den letzten Port noch. Einmal oben ins Nest rein. Ach, okay, das geht nicht ganz. Machen wir das mal so. Da haben wir noch so einen Vogel. Den könnte ich wahrscheinlich sogar skippen, weil der ist kurz desorientiert, wenn ich mich in den rein porte. Aber den killen wir jetzt einfach mal fix. Und dann können wir das Ding hier aufmachen. Da gibt es dann nochmal einen von diesen Köpfen raus. Dann kommen wir zur nächsten Kiste. Und zwar schauen wir uns jetzt an, wo wir hier Pokobold rausbekommen. Und das kriegen wir aus der Kiste da hinten. Das schimpft sich Entdeckung des Spürauges. Das ist so eine pyramidenförmige Kiste. Und die gibt es an verschiedenen Spots. Ich habe die jetzt hier einmal gefunden an den Koordinaten 48, 66. Die gibt es aber, wenn wir das jetzt hier im Handy Notes mal anklicken, hier unten auch bei 51, 77 und hier beim Lager wahrscheinlich ein bisschen weiter oben drauf, einmal bei 35, 43
und bei 34,44. Da muss man wahrscheinlich hier übers Dach rauf, da habe ich es aber ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Jetzt schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Und zwar seht ihr, wenn dann seid ihr Event hier, könnt ihr euch hochporten, mit dem Gate kommt ihr auch hoch. Ich als Druid müsste es auch schaffen. Ich habe jetzt für M+ wieder umgeskillt gehabt auf Nightfee und dementsprechend habe ich da Convoke mit dabei. Wenn ich jetzt hier hintergehe und da jumpe, dann komme ich da einmal drauf, wunderbar. Können wir das Ding looten. Das hat halt nur eine Chance, dass es da drin sein kann. Ne? Wie hoch die ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe die Kiste ein paar Mal schon aufgemacht und habe es dann beim letzten Mal quasi einmal rausgezogen. Dann kommen wir zur Kiste Reserve des Architekten. Und die Kiste ist jetzt schon ein bisschen trickier. Wir müssen einmal hier auf die Koordinaten 61, 36 und dann in ein Gebäude rein. Dieses Gebäude ist aber leider versperrt. In dem Gebäude drin ist einmal die Reserve des Architekten. Um da reinzukommen, müssen wir erstmal eine Skillung freischalten. Die Skillung schimpft sich Verständnis des Sopranischen. Und ich habe euch hier mal auch einen Screenshot mitgebracht. Das müsste das hier sein. Also sprich in der dritten Reihe das zweite. Das hat auch einen Timer, dauert ein paar Tage zu erforschen. Das braucht ihr auf jeden Fall. Und sobald ihr das erforscht habt, habt ihr nämlich die Möglichkeit, eine Quest zu beginnen. Die Quest startet dann hier in dem Lager. Und zwar hier im Handy-Note steht das schon. Das ist dann die Quest Finde Tully. Und die startet bei ältester Amir. Der ist wie gesagt hier in dem Lager einmal drin. Das sind, würde jetzt mal sagen, 10 Quests overall. Unter anderem muss man auch hier so einen Mob töten. Wenn man diesen Mob getötet hat, das ist nämlich der hier, dann droppt ihr einen Schlüssel und dann könnt ihr nämlich hier mit dieser Portkugel interagieren. Vorher könnt ihr das nicht machen. Heißt, wenn ihr diese Skillung nicht habt, könnt ihr die Quest nicht machen und wenn ihr die Quest nicht habt, kriegt ihr halt diesen Port nicht freigeschalten und kommt hier nicht rein. Sobald ihr diese Quest freigeschalten habt, könnt ihr euch hier reinporten. Ihr werdet dann aber feststellen, dass ihr jetzt euch hier reinporten könnt, aber um diese Kiste ist dann nochmal so ein, so ein Feld rum, wo ihr dann dementsprechend nicht mit der Kiste interagieren könnt. Deswegen müssen wir noch einen weiteren Schritt machen. Wir müssen die Questreihe zu Ende spielen, dann einen Tag warten und dann können wir nochmal eine andere Quest machen. Die startet dann auch wieder im Lager. Das ist dann einfach ein Dude, der daneben steht. Der schickt euch dann hier in diese Schmiede rein. Dann könnt ihr nämlich diese Mounts auch herstellen in der Mountschmiede. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr quasi der Architekt in Anführungszeichen. Und dann könnt ihr euch hier wieder reinporten. Diese Hülle um diese Kiste verschwindet dann. Und dementsprechend könnt ihr die Kiste aufmachen. Das machen wir jetzt an der Stelle mal. Und hier gibt es dann auch noch dieses Monokel einmal. Peak Feiner Pokopok schimpft sich das und da haben wir nochmal eins von diesen Kostümen für unseren kleinen Mob. Mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, Skillung holen, Quest machen, Tag warten, nächste Quest machen und dann könnt ihr das Ding auch holen. Gut, damit sind wir mit dem auch durch. Dann kommen wir einmal zum letzten Schatz, der mir mit dem Main hier noch fehlt. Und zwar sind wir in Terra Mortis relativ weit unten unterwegs, hier auf den Koordinaten 63, 73. Und hier stehen wir vor dem Eingang eines Gewölbes und in dem Gewölbe ist dann einmal die reife Protobirne drin. Und um in dieses Gewölbe reinkommen zu können, müssen wir erstmal was skillen bei Firim wieder in dem seiner kleinen Zuflucht. Und zwar haben wir hier Verständnis des Sopranesischen. Ich zeige euch das einmal hier bei meinem Twink. Das ist nämlich hier das hier, Verständnis des Sopranesischen. Das hat auch ein bisschen eine Zeit zum Erforschen, also das braucht ihr als erstes. Und sobald ihr das erforscht habt, kriegt ihr, hier seht ihr, eine Quest angezeigt. Und diese Questreihe müsst ihr machen. Das sind 5, 6 Quests, die ihr machen müsst. Und dann wird euch dementsprechend hier der Eingang freigeschaltet. Und sobald ihr das absolviert habt, könnt ihr dann einfach hier die Tür aufmachen. Und jetzt können wir einmal zu dieser Frucht hin. Und da müssen wir jetzt auch noch was Spezielles machen. Und zwar müssen wir diese Frucht zum Reifen bringen. Wie machen wir das? Wir laufen einmal hier durch diese Wolken durch. Und wenn wir durch die Wolke durchlaufen, dann haben wir eine Pollenwolke. Und sobald wir diese Pollenwolke haben, können wir zu dieser Frucht hin und die damit quasi bestäuben und dann wächst die. Und das müssen wir insgesamt 5-mal machen. Und sobald wir das 5-mal gemacht haben, können wir das Ding looten und dementsprechend uns den Schatz holen. Ich habe das jetzt schon einmal gemacht, die wird dann auch immer größer. Ihr seht, da haben wir das Ding, da können wir jetzt, solange wir den Buff haben, draufklicken und ihr seht, die wird hier größer, ne? Diese Wolken sind hier in diesem ganzen Gebilde drin, da haben wir zum Beispiel auch nochmal eine Wolke. Laufen wir wieder durch. Einmal nach unten.
Und dann können wir da wieder draufklicken. Wenn ihr Handy Node Shadowlands drauf habt, dann könnt ihr einmal auf dem Schatz auch draufklicken und euch quasi die Positionen hier anzeigen lassen, wo diese ganzen Wolken sind. Also das ist hier in dem kompletten, im kompletten Gebiet hier drin. Ich würde sagen, ich hole mir die jetzt mal alle und dann schauen wir wieder rein. Gut, ich habe das Ding jetzt fünfmal bestäubt und ihr seht, jetzt haben wir hier die Frucht, die wir looten können. Da klicken wir einmal drauf. Und damit bin ich mit dem Serramortis Schätze-Achievement einmal fertig. Und zusätzlich gab es dann noch das Item, das wir haben wollten. Und zwar haben wir es einmal hier ins Inventar gekriegt. Friedlicher Pokobock. So, dann würde ich sagen, lernen wir das einmal. Friedlicher Pokobock. Dann prockt auch das andere Achievement. Mode der Ersten. Und das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Also die anderen hatten wir ja am Anfang schon geguckt. Und hier haben wir die Kostümoptionen. Und wo haben wir es einmal? Genau, den Blumenkranz brauchen wir. In der schiefen Ebene ist ein bisschen schwierig. Gehen wir einmal nach oben, dann sehen wir es ein Ticken besser. Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht gleich an. So. Da seht ihr den Blumenkranz. Ja, halbwegs schick zumindest. Und ja, damit sind wir mit dem kleinen Achievement Guide durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und sonst könnt ihr mich gerne abonnieren, falls ihr noch mehr solche Achievement Guide Videos sehen wollt. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.